Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und? Ich mach mal ganz kurz, ich gehe mal in die Gaming-Szene rein. Pass auf, Gaming. Hallo, da bin ich. Da unten, guck mal, ich hab mir gedacht, ich mache einen kleinen. Ich wollte so einen Rollenspielcharakter haben. So einen, der ist halt so wie. Wenn ich bei God of War einen Händler treffe, weißt du, so ein kleiner Magier, der da rumläuft. Oder ein. Ich wollte eigentlich gerne so einen Zwergen haben. So ein Zwerg, der. Als Händler auch auftaucht, als Schmied, weißt du? Aber ich finde den ganz niedlich. Aber ich kann ihn außen anmachen. Guck mal, pass auf, Achtung. Wuhu, da bin ich wieder. Ist auch cool, habe ich mir auch Mühe gegeben dafür. Und so kann ich eben die Rolle wechseln, ja? Das ist cool, ich finde es cool. So, wir werden es mal probieren und dann mal gucken, ob das sich macht. Man kann bei diesen YouTube-Charakteren auch dafür sorgen, dass sich die Hände mitbewegen, das geht. Nur scheint es dieser Charakter nicht zu können. Also dieses Bild kann es offenbar nicht. Aber wenn ich zwinker, kann es das auch. Wenn ich lächle, macht es die Augen schmal. Das ist nur wenn ich wieder lost bin und den Kopf so runter mache, da hat es halt, glaube ich, keine Geste für. Na gut, wir gucken mal rein. Seht ihr, wie er da steht in seiner Robe. Ich finde den irgendwie niedlich. Kann noch ein Stück nach rechts rüberschieben, glaube ich, aber kann auch erstmal da stehen bleiben. Wir testen das Ganze mal. Oder was sagt ihr? Solchen? Nee, ich kann ja, wenn ich jetzt rumschiebe, das bringt alles durcheinander. So, Sherlock, wohin gehen wir jetzt? Was machen wir? Twitcher als YouTuber. Das wird was ganz Verrücktes, meine Damen und Herren. So, wir sind hier am Eingang zur Hölle. Ich muss ehrlich sagen, ich denke mal, wir müssen in die Richtung. Ich bin mir aber nicht sicher. Heute alles, Leute, ab 18, ne? Ihr wisst, es ist, das ist God of War 2. Wir wissen nicht, was hier auf uns zukommt. Okay, wir schieben erstmal. Machen wir genau das Richtige? Oder, okay, wir machen offenbar das Richtige. Es muss aber wahrscheinlich schneller sein als die Skelette. Ah, okay. Gib Gas, geradeaus, gib Gas! Hau ab, Skelett-Heini. Okay, dann werden wir doch gleich. Geradeaus. Wir werden doch gleich sterben, das sehe ich doch schon. Oh! Jetzt hat er sich da. Aha, ganz nice. Jetzt verklemmt die sogar das Rad. Wow, schnell aber geradeaus. Jetzt aber schnell, 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 schnell. Den Typen gleich kaputt machen. Und weiterfahren. Wir müssen noch ein Stück, wir müssen noch ein Stück. Die gehen mir auf den Sack, ne? Hau ab, du Kreppel, du auch. Okay. Ja, moin! Alter, hau ab da jetzt. Da hinten ist wieder so ein Kunde da. Was soll das? Was? Na, ne! Oh, jetzt aber schnell! Sind wir unten eigentlich? Das hat er gerade aufgehört. Oh, oh, jetzt aber! Oh, oh, oh. Als ob wir hier noch zu krass. Oh! Gerade ist schon da! Alter! Das war schon, das ist schon jetzt eine Nummer gewesen, ne, meine Damen und Herren. Ach, guck mal, hier sind Kisten. Hier sind, da machen wir natürlich auf die Kiste. Halten. Na, haltet. Ach, Kratos, haltet doch mal. Eine Phönixfeder. Schön, schön. Oh, Mana wird mehr. Wir können also mehr zaubern jetzt, ne? Und rote, oh, 8000 rote Orbs. Wir müssen mal ganz kurz investieren hier. Guck mal hier, Maximum. Oh, die haben wir noch nicht.
Der Zorn des Kronos. Was könnte denn der gleich nochmal? Ich weiß es gar nicht. Mehr Feinde treffen. Doch, ach, der war ja das mit dem Dampfen auf dem Boden. Nee, war das. Das war Atlas. Warte mal, hier müssen wir hin. Atlasbeben machen wir erstmal. Zerstörerische Erde, L2. Und dann Kreis antippen, okay? Guck mal, hier kommt noch was. Und hier, die beiden Waffen haben wir noch nicht. Aber jetzt haben wir erstmal noch. Medusa brauchen wir nicht. Medusa ist irrelevant. So, haben wir das auch geklärt? Ach, guck mal, da kommt schon der erste Heini angeklettert. Ja, komm, geh weg. Da kommt der nächste, okay. Wir müssen also offenbar an dem Seil lang. Ja. Dann ziehen wir die ziehen wir einfach runter. Pass auf, machen wir das einfach zack. Ja, okay, so nicht. Dann machen wir das so. Ja, dann doch. Vielleicht so. Ah, okay, das war auch nicht. Da drüben werden doch gleich irgendwelche Typen erscheinen, oder? Ja, moin, genau. Die schießen mich jetzt eh runter hier, pass mal auf. Das war so klar. Also wirklich. Warte mal, wir können doch. Ah, wir können ja. Ja, moin, was ist das? Ich mach die erstmal weg da oben. Ich will mal kurz die. So, ihr Affen, erstmal mal euch. Aha, alles klar. Ah, ja. Genau, so muss das sein. Na, geil. Aber ich, genau, ich weiß jetzt, wie es geht. Da hauen wir erstmal den Typen runter hier. Wir kann ja nicht schnell springen, ne? Runter. Der auch? Okay, ich hab's jetzt, Es muss noch schnell genug sein, dass sie nicht eher schießen. Oh, knapp! Okay, Glück gehabt, so. Jetzt rüber. Wenn ich Pech hab, schießen sie mich nämlich ins Feuer, ne? Die Affen. Jetzt kommt, jetzt mach ich euch sowas von fertig, ihr Freunde. Zack, bumm, erster weg. Die Schlange, die muss weg. Die Schlange muss man loswerden gleich. Noch eine, zwei, alles klar. Wir müssen erstmal die Schlangen loswerden. Ah, die hat mich getroffen. Alter. Die Waffe gefällt mir gar nicht. Kann ich die andere Waffe bitte haben? Boah, ich bin nicht im Sack, ey. Ich krieg ja meine Chaos-Klingen. Wo sind denn meine Chaos-Klingen? Wie wechsle ich die denn mal? Oh! Ja, moin, hast du das gesehen? Das war ja ein Ding jetzt. Glück gehabt. Warte mal, ich muss mal den richtigen Knopf wieder rausfinden. Wie war der richtige Knopf um die Chaos-Blades? Ah, R2 war das. So, die sind erstmal weg, die Affen. Die haben wir. Jetzt muss ich hier runter, ne? Ist das hier richtig? Ich gehe wieder hier runter, oder? Ich wollte fliegen. Hat er wieder nicht gemacht. Affenkratos. Aber hey, guck mal, der hat hier oben gespeichert. Sehr nice, muss ich mal sagen. So fliegt man hier nicht runter. Okay, muss ich so machen, habe ich gedacht. Ja, super, klappt das. Alter, gehen wir nicht auf den Sack hier. Nochmal, gehen wir jetzt hier rüber. Hoch. Dann eben doch so. Ja, moin. Okay. Eigentlich geht das, aber man kann sich halt auch glatt anstellen, ne? Ach, da sind die nächsten. Ai, 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 ai.
Ah, okay, die kommen hochklettern. Na, okay, das ist nicht das Problem. Hochklettern kann ich akzeptieren. Das ist nicht das große Thema. Wir wollen das ja mit dem Runterrutschen. R1 oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt können wir Kiste öffnen. Bogenschießen. Oh, ja, komm hier, Bogenschütze. So, meine Damen und Herren. Der Dango hat eine neue Idee geäußert, dass wir demnächst wieder ein anderes Spiel spielen können. Ich habe ja, wenn ich mit Gothic 2 soweit bin, also wenn wir God of War 2 durch haben, werden wir vielleicht erstmal eine God of War Pause machen. Weil, da gibt es dieses alte Spiel Siege of Avalon, das hat der Dango vorgeschlagen. Das möchten wir als so ein, naja, so ein abwechselndes Spiel machen. Ne? Mal, da spielt immer jeder weiter von einem anderen den Spielstand. Und da bin ich gespannt, ob das was wird. Wie wir das hinkriegen. Ich bin noch zu doof im Fliegen, ne? Bei dem Spiel. Was ist das da unten für ein leuchtendes Licht? Muss ich es irgendwie abschießen? Muss ich irgendwas damit machen? Das kannst du dir nicht ausmalen. Ich muss mal ganz kurz gucken nochmal. Was ist das da? Oh, nein. Kratos, beruhig dich. Ich würde doch ganz normal mit einem Bogen raufschießen. Das ist auch falsch. Ja, aha. Junge, nee. Hat das da irgendeinen Sinn? Offenbar nicht. Also habe ich umsonst gemacht, den ganzen Scheiß jetzt. Das ist ja typisch für mich. Jetzt muss ich da drüben ranspringen bestimmt, oder? Und muss da irgendwie hochklettern. Oh, ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust auf sowas. Aha. Oh, ich muss ja... Ach, du... Ach, du grüne... Ei. Ganz nice. Gut, wir sind erstmal ein Stück gekommen. Asche des Phönix. Nur Feuer. Oh, Asche des Phönix? Ja, stimmt. Wir suchen ja die Asche des Phönix. Jetzt muss es sagt, hä? Hier, die Phönixkammer. Was steht denn hier? Platzieren Sie die Asche im Feuer, um den Phönix wieder zu erwecken. Na dann, das sollte ja nicht schwer sein, oder? Wir müssen also nur die Asche des Phönix ins Feuer schmeißen. Dann los. Aha, da hinten ist ein Kran. Dieser Kran hebt offenbar von hier etwas dahin. Dazu muss ich aber jetzt hier oben erstmal den rauskriegen, ne? Okay, ich sehe schon. Wird nicht schwer. Wir gehen erstmal hier rüber zum Speicherpunkt. Dann haben wir, das wird ja einen Grund haben, dass es hier einen Speicherpunkt gibt, dann nutzen wir den gleich. Dann nutzen wir den gleich mal. Und dann checken wir mal, ob wir den Phönix zum Leben erwecken. Hier ist irgendwas ganz komisches. Hier stimmt irgendwas nicht, wenn ihr mich fragt. Aber was mache ich da? Achso, das war falsch. Ich dachte schon, ich muss ja eins drücken, aber das war falsch. Irgendwas muss ich da machen, das bin mir ziemlich sicher. Da muss ich was kaputt machen. Dann gucken wir mal, was es hier ist. Also hier geht's auch noch weiter. Ja, ein paar Skelette. Hack and Slash. Ich habe früher mal gesagt Hack and Slay. Ich dachte, das heißt Hack and Slay. Aber offenbar ist Hack and Slash die richtige Bezeichnung. Ja moin! Und er hat nicht gesessen, oder? Was ist das für ein Gegner? Warum kriegst du nicht kaputt? Ja, jetzt haben wir noch. So, haben wir... Oh nein, was ist denn das? Ach du dickes... Was ist denn das? Erstmal angucken, was muss ich tun? Die Uhrzeit läuft. Da hinten ist eine Figur. Dann sind da hinten irgendwelche Kisten.
Und dann kommen die Stacheln auch schon wieder. Okay, Leute, was glaubt ihr, wie oft werden wir sterben hier an der Stelle? Reichen 10 Mal? Na, okay, das war schon mal der erste Versuch. Lass ich gleich wieder sein, das war's schon mal, ne? Nochmal ein richtig. Also erstmal ziehen wir am Hebel. Jetzt gehen wir da hin. Guck mal, was ist das hier? Sie haben den Gruß des Boreas erhalten. So, wir erstmal kurz weg. Der Gruß des Boreas, was ist das? Was mache ich damit? Siehst du die Steine links? Ich guck mal links, die Steine. Ja, ja, die sind da. Die Wand kann ich bestimmt kaputt machen, oder? Ah! Ah! Alles klar. Da drin... Ja, jetzt verstehe ich. Da drin ist eine Statue. Die habe ich nicht gesehen. Kratos verwandelte den Schmerz seiner Erinnerungen in Hass. Hass auf die Götter, die ihn nicht von den Albträumen seiner vergangenen Taten erlösen wollten.